Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen. Ich habe heute mal wieder angefangen, GTA 5 zu spielen. Ja, gehen wir mal aus der Dusche raus. Ja, ein bisschen habe ich was vorbereitet. Eine Mission, ein Rennen und vielleicht zwischendurch noch mal ein bisschen Spaß. So. Jo, auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, könnt ihr mal einen Kommentar da lassen. Beziehungsweise ihr könnt es liken. Ein Abo wäre auch nicht verkehrt. Ja, ich bin Boss. Ich bin JVC Kings. Das ist meine Firma. Meine Firma. Perfekt. So, auf jeden Fall gucken wir uns hier erstmal um. Ja, die Firma kennt. Sowas wird halt schon wirklich jeder kennen. Ja, okay. Ist gut. Perfekt. Lassen wir uns das unser persönliches Auto zukommen. Ja, persönliches Fahrzeug bitte. Ich hätte gerne meinen gepanzerten Kuroma. Danke. Perfekt. Danke. Muss das trinken. Wisst ihr Bescheid? Prost. Schnauze ran. Geh mir nicht auf die Eier. Auf jeden Fall. Hallo? Bleibst du mal stehen? Habt ihr das gesehen? Ist ja einfach weiter, Latsch. Die dumme Sau. Alter, hallo, steckst du mal ein? Ach, dieses Spiel, das fickt mich. Das fuckt mich an. Schwer. Volles Magazin, sehr gut. Ist auch aktiv, auch sehr gut. Das schließen wir mal hier, wir waren ja keine ungebetenen Gäste hier. Perfekt. Gucken wir mal, dass wir den perfektesten Platz finden, weil ich möchte am Anfang noch ein kleines bisschen einen auf dicke Hose machen. Das heißt nur so viel wie, stell mich hier hin, visiere das gute Stück an. Geh dann in mein Auto rein. Den schieße ich ja erstmal ein zweites Arschloch in den Arsch. Dann wollen wir mal ein bisschen Geld einsammeln. Stelle das Koks, oho. So, was haben wir denn noch?
Ach, scheiß drauf. Kümmern wir uns nicht drum. Kümmern wir uns nicht drum. Nö, nö. Die sind nicht meine Standards gewohnt. Ach, übrigens, meine Fahrweise ist so gewollt, ne? Also, ich wollte das halt so, dass ich genau so fahre und nicht anders. Genau so. Mein Fahrlehrer sagt übrigens, ich bin der beste Fahrschüler, den er bisher hatte. Ich halte mich prinzipiell immer an die Fahrregeln. An die Straßenverkehrsordnung halte ich mich prinzipiell immer. Klaue auch anderen Leuten immer das Kokain und so. Das ist alles wirklich so gewollt, ne? Also... Ich sollte beim nächsten Mal ein bisschen mehr Munition kaufen. Aha. Super. Super, super, super. Surprise, Motherfucker. Wofür steht eigentlich das JP? Ich habe keine Ahnung. Und das ist genauso wie das RP. Wofür steht das? Hilfe! Ich hab keine Ahnung. Wenn es einer von euch weiß, dann sagt es mir. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke. Und dann möchte ich natürlich erstmal erstmal zurück. Und dann möchte ich ganz klassisch mich von dieser distanzieren. Perfekt. Das war doch mal gut. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt mal das Geld überweisen. Wie ihr sehen könnt, ich habe echt 0 Euro. Ich habe nur 39.382 Dollar. Das ist doch sehr wenig, wenn ich mir das so überlege. Und nun geht das direkt auch gleich zur nächsten Runde, beziehungsweise wieder ein Job. Dann kürzlich gespielt und dann möchte ich ein Rennen. Was haben wir denn da? Auf der Rennbahn. Oh ja, das klingt gut. Und hierfür brauche ich natürlich, oder hierfür mache ich auch wieder den Horst. Aber diesmal mache ich das öffentlich, weil ich habe eine Idee. Mal gucken, vielleicht gewinne ich, vielleicht verliere ich. Ich habe keine Ahnung. Machen wir erstmal 2 Runden. Machen wir mal aktuell. Genau. Perfekt. Und dann bestätigen wir das Ganze. Und aus der aktuellen Sitzung. Mann, mach schneller, ich hab ewig Zeit. Das ist hier nichts mehr mit abhauen, du Pisser, du bleibst hier. ACDC, André, Alter. Mit der Crew Kika. Sind wir jetzt im Kinderprogramm oder was? So, geht das? Schwanzlutscher. Ernsthaft? Ist der echt abgehauen, dieser Wichser? So was kotzt mich hier an. Der Pisser ist echt abgehauen. Da fahrt ja da alleine, ist mir doch ja. Mark hat 2 Runden für mich. Weißt du, juckt mich nicht. Wenn der Wichser einfach abhaut, Alter. Hat einfach Angst, dieser Wichser, dieser Hurensohn. Ja, vielleicht ist ja auch Google mal so frei und löscht dieses Video, was ja mittlerweile Google echt gut drauf hat, alle Videos von wirklich guten YouTubern zu löschen, beziehungsweise zu sagen so, hey, mach mal weg, mach böse. Ja, das ist YouTube. YouTube zensiert, habe ich das Gefühl. Und das ist, weiß ich nicht, sagt mal, was haltet ihr davon, dass YouTube zensiert? Ja,
Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Aus Lumpfhausen, bitte ich sehr. Wow, das ist jetzt so voll unspektakulär, wenn man alleine fährt. Respekt. Aber ich mache das ja hier eh. Saubere Runde. Ich fahre nur saubere Runden. Ich fahre eigentlich die Strecke nur, weil ich ein paar Boni brauche und so. Das Geilste ist ja, es ist September, Oktober, November ist ja auch wieder da bald. Und das heißt, ganz klar, bald, meine Freunde, ist Weihnachten. Das finde ich geil. So, meine Freunde, das ist die letzte Runde. Ich sehe schon das Ziel. Ich sehe es, da guckst du. Peace. Das war jetzt echt voll unspektakulär. Aber Mann, es gibt Geld. Wow. Ich sehe ganz ehrlich aus, ich sehe aus wie so ein großer Zombie. Das war scheiße. So, meine lieben Freunde, jetzt heißet erstmal auf nach Hause. Und dann bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg. Machen wir mal Lucky Lucky. Ja, scheint so. Ich bin übrigens auch voll der Profi, was das Autofahren angeht, ne? Hast du Sinn? Voll der Autofahrprofi. Das ist übrigens, das ist alles nur Farbe, ne? Das ist kein Blut. Nein, nein, das ist alles offiziell nur Farbe. Habt ihr Auszeit verpasst? Sorry! Hier ist die richtige Einfahrt. Da, 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 da. Hör auf zu hupen! Gut gefahren. Gut gefahren. Sehr gut gefahren. So. Dann. Würde ich beinahe behaupten, ja, ne, würde ich beinahe behaupten, wenn ihr mal mitfahren wollt, beziehungsweise wenn ihr Bock habt, mit mir ein bisschen zu zocken, was eigentlich sehr lustig wäre, hier zeige ich euch schon nochmal meinen Namen. Hier oben steht mein Name, MO3. N-O-L, das ist mein Name. Hier könnt ihr mich gut und gerne adden. Dann können wir auch gut und gerne mal ein bisschen zusammen zocken. Am besten ihr lasst auch gleich mal einen schönen den Like-Button. Könnt ihr so oft drücken, wie ihr wollt. Würde mich drüber freuen. Kommentieren das Ganze natürlich. Dürft ihr nicht vergessen. Und ganz, ganz wichtig, ne? Abonniert das. Abonniert das alle. Das ist so geil. Also, in diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch einen wunder- und traumhaften schönen guten Abend noch. Ich empfehle mich, ich sag, hasta la vista, bis zum nächsten Mal.